So, hier sitze ich an einem ganz besonderen Ort heute, in Kambodscha, bei einem der Tempelruinen von Angkor Wat. Und hier möchte ich mit euch heute gerne eine kleine Chakren-Meditation machen. Die Chakren sind die sieben Energiezentren unseres Körpers und verbinden uns mit der Außenwelt. Verbinden Innen- und Außenwelt sind ja Tore, könnte man sagen, mit denen man diese Ebenen in uns in Harmonie bringen kann. Ist eine ganz einfache Meditation. Ich bitte dich, dir einfach einen bequemen Ort zu suchen, wo du gut sitzen kannst. Wichtig ist, dass der Körper entspannt ist. Der Oberkörper kann ruhig ein bisschen gerade sein, aber soll nicht zu angestrengt sein, die Sitzhaltung. Du kannst im Schneidersitz sitzen, im halben Lotus, was auch immer für dich bequem ist. Oder auch auf dem Stuhl. Konzentriere dich auf den Punkt hier in etwa, über deinen Kopf, auf dieser Höhe. Ist deine Kronenchakra. Versuche ein bisschen zu spüren, wie dort, ja, wie so ein großer Ball mit mehreren Schichten vielleicht, oder wie vielleicht ein bisschen etwas Kristallenes, als ob es da wäre. Spüre, wie es den Raum ausfüllt. Und spüre, wie dort alles da ist, alles in der Welt, alles um dich herum. Spüre, wie in jeder Spiegelung dieses Diamanten eine andere Farbe erscheint, ein anderes Detail des Seins. Und sieh das Funkeln. Und lass dabei deinen Atem immer ruhiger werden. Und spüre, wie die Luft nicht nur durch deine Nase in deinen Körper dringt, sondern auch hier, durch deine Kronenchakra. Spüre, wie als ob dort ein kleines Windrad wäre, das sich dreht bei jedem Einatmen und bei jedem Ausatmen. Lass es auf dich wirken und spüre, wie diese Kristalle, dieses kristallene Licht langsam von dort oben in deinen Kopf hineinwandert. Auch da innen spiegelt sich das Licht. Hier scheint auch ein wenig Schatten dazu zu kommen. Es ist ein bisschen geschlossener. Aber es funkelt immer noch. Und die Farben werden eindeutiger. Und jetzt kommt dieses Licht hier an die Vorderseite, zu deinem dritten Auge. Es kommt hier durch bis nach vorne. Und du spürst dort wie so eine kleine Spitze, wie ein kleines Stechen an dieser Stelle. Lass auch dort das Windrad sich drehen, die Luft rein und rauskommen. Nicht nur durch deine Nase, nicht nur durch deinen Mund, sondern auch durch dein drittes Auge, durch diese beiden kleinen Windräder, die du hier hast, im dritten Auge und in der Kronenchakra.
Und spür, wie die Winde durch deinen Kopf gehen, die Luft alles durchweht. Und spüre auch, wie du dich selbst beginnst wahrzunehmen. Du siehst dich selbst jetzt von außen, von oben, wie von der dritten Person, ein bisschen von oben, von hinten. Du siehst dich durch die Welt gehen, du siehst dich Menschen treffen, du siehst dich Dinge tun, die du immer tust, jeden Tag. Beobachte dich dabei, wie du in der Früh aufstehst oder abends schlafen gehst, wie du dich bewegst und was du siehst. Lass das alles auf dich jetzt wirken. Und spüre, wie diese kristallene Energie langsam in deinen Hals hinunterfließt. Dieses Leuchten wird jetzt langsam ein bisschen wie eine Flüssigkeit, die ganz gemächlich wie ein Gel hinunterfließt und leuchtet und funkelt und deinen Hals klärt, ein wenig erwärmt, deine Stimme rollen lässt, deine Zunge bewegt und ein leises Summen von sich gibt. Du hörst dich jetzt Dinge sagen. Du hörst nicht, was du sagst. Du hörst nur, ob es wahr ist oder nicht. Du spürst nur, wann du richtig sprichst und wann du von dem abweichst, was du eigentlich sagen möchtest. Wann du weniger sagst, zu viel redest. Du spürst das Gleichgewicht und du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du einfach nur das sagst, was du für richtig hältst. Wie viel leichter und einfacher es eigentlich ist, als ständig zu überlegen, sage ich es richtig, rede ich zu viel, sage ich zu wenig. Spür einfach die, sieh diese Waage. In der Mitte bist du, in der Mitte liegt die Wahrheit. Aber es ist nicht eine Mitte, die gemischt ist aus der einen Waagschale und der anderen Waagschale oder die sich daraus ergeben würde. Nein, die Mitte ist dort, wo die Waagschale aufgehängt ist. Spüre, wie du in jedem Augenblick viel lieber die Wahrheit sagen würdest als die Unwahrheit. Zu dir selbst oder auch zu den anderen. Denn auch zu dir selbst bist du nicht immer ganz wahr. Suche also und versuche, immer wahr zu dir selbst zu sein. Und wenn du wahr zu dir selbst bist, kommt der Rest von selbst. Dann wirst du ganz automatisch auch wahr zu deiner Außenwelt. Atme ein und aus und spüre, wie der Atem deinen Kopf
deinen Hals durchflutet, wie die Luft durch die Kronenchakra, die Stirnchakra, durch deinen Mund, durch deine Nase, aber auch durch deine Halschakra, dort wo dein Kehlkopf liegt, eindringt in deinen Körper, alles durchflutet und wieder austritt. Und jetzt spürst du, wie dieses Funkeln, dieses Licht schön langsam absinkt, weiter hinunter in deinen Körper. Wie es beginnt, deine Schultern zu erfüllen. Deinen Brustkorb. Es dringt in deine Arme vor. In deine Oberarme, deine Unterarme. Deine Hände, deine Finger. Es tritt sogar über die Finger wieder hinaus. Und diese Kraft, die umspült jetzt dein Herz. Es ist wie ein Kreisel, wie ein sich drehen. Und sieh, dass dein Herz wie eine Spirale ist, wie eine Wasserspirale, eine Wasserhose, die sich dreht. Und jetzt guckst du in die Tiefe, du siehst in diesen Brunnen hinein. Und dort siehst du deine Traurigkeit. Dort siehst du, wann immer du in deinem Leben traurig gewesen bist, sei es über kurz oder lang, sei es intensiv oder schwächer, aber vielleicht dafür langsamer, andauernder. Sieh deine Schmerzen und schieb sie nicht weg. Lass sie da. Sie haben ihren Platz hier. Denn diese Schmerzen tragen immer einen Funken Wahrheit. Sie bringen dich alle immer einen Schritt näher zu dich selbst, zu deiner eigenen Wahrheit. Und du siehst neben deiner Traurigkeit auch deine Freuden. Auch das ist Wahrheit. Beides hat ein Funken Wahrheit. Und beides hat aber auch ein bisschen mehr als nur diesen Funken Wahrheit. Beides übertreibt ein bisschen. Die Traurigkeit übertreibt ein bisschen den Schmerz, das Verlieren, das Nicht-Bekommen, wonach man sich sehnt. Genauso wie die Freude ein wenig übertreibt, sich zu freuen dafür, dass man bekommt, wonach man sich sehnt. Denn die Wahrheit ist, egal was du erreichst oder auch was du nicht erreichst, was du bekommst oder was du nicht bekommst, alles gehört dir sowieso schon. Alles ist schon in dir. Du musst es nicht noch greifen können und haben können. Natürlich, es ist schön. Du bist neugierig danach, das ist auch in Ordnung. Aber sieh, dass deine Mitte immer hier in dir bleibt, in deinem Herzen. Sitze mit deinem Herzen. Lass es sich drehen. Lass dieses Wasserrad sich drehen und das Windrad, das daneben steht. Spür, wie die Luft wieder alles durchflutet, deinen Oberkörper. Und spür, wie du ganz bist mit deinem Schmerz und mit deinen Freuden. Und dass deine wahre Natur dahinter liegt. Diese Schmerzen und Freuden wahrzunehmen, zu erleben. Und sich an beidem letztlich zu erfreuen, an dem puren Sein, einfach an dem Umstand, dass
dass du hier bist und dieses Leben erleben kannst. Schön langsam sinkt diese kristallene Energie und sie wird immer dickflüssiger, immer langsamer. Auch immer dünkler, fester, konkreter. Und spür, wie sie langsam deinen Bauch ausfüllt. Deinen ganzen Bauchraum, alles unter dem Zwerchfell, bis hinunter, bis in die Hüften. Ja, auch weiter, in den Po hinein, in die Oberschenkel, in die Unterschenkel und in die Füße, bis an die Fußspitzen, in die Zehen, wo es wieder heraustritt. Und du spürst, dass du jetzt über eine Brücke gegangen bist. Das Herz ist eine Brücke. Zwischen dem, was du oben erlebst und zwischen dem, was du hier unten erlebst. Sie verbindet diese beide, wenn du beide annimmst. Wenn du beide sich ereignen lässt. Du spürst, wie diese Kraft deine Nabelchakra umfließt. Irgendwo. Knapp über deinem Nabel, unter dem Solarplexus. Spüre es. Fühle dem nach, wo das ist für dich. Das ist für dich vielleicht ganz woanders als für jemand anderen. Vielleicht ist es im Nabel, vielleicht im Solarplexus oder irgendwo dort. Spüre danach. Und spüre, wie auch dieser Punkt sich dreht. Er ist scheinbar kleiner als das, was wir im Herzen erlebt haben, aber ist auch sehr kraftvoll, sehr fest. Spüre, wie diese Festigkeit aber auch gleichzeitig eine Weichheit ist, eine Leichtigkeit, eine Bewusstheit. Hier ist dein Wille zu Hause. All das, was du erreichen möchtest, kannst du mit dieser Kraft, mit Leichtigkeit erreichen. Du musst sie nur gerichtet lassen. Dass du jetzt sitzt und dein Körper ruhig bleibt, verdankst du auch dieser Kraft. Du lässt es fließen. Du spürst, wie so ein kleiner, festes Stück Stein, der aber kraftvoll ist, wie ein Massagestein. Ein Stein, der außen rund ist, weich ist, aber weiche Formen hat, aber wenn du ihn auf den Körper drückst, dann spürst du seine Festigkeit. Genauso ist der Wille. Der Wille bleibt bei dem, was er tun möchte. Und lässt alles drumherum sich dazu fügen und ereignen. Spüre nun, wie diese Kraft langsam hinunterwandert in den Bereich deines Geschlechtes. Spüre dem nach, wo du diesen Punkt fühlst. Dieser Punkt fühlt sich noch nun viel offener und blumiger und runder. Spüre, wie die Luft und diese Kraft auch nachkommt vom Herzen, über den Nabel bis hierher und alles umspült, bis hinunter, bis auf den Boden, auf dem du sitzt, in die Beine, in die Zehen. Und spür, wie dieser Punkt ein bisschen wie eine Blume sich dreht. Und wie weich er ist und wie offen er ist
für alles um dich herum, für die Menschen, für die älteren Menschen, für die, die mit dir gleichaltrig sind und für die jüngeren Menschen. Spüre, wie dieser Punkt in dir offen ist, für den anderen Menschen. Dieser andere Mensch kann dein Partner sein, aber dieser andere Mensch kann jede Begegnung sein. Jeder, den du triffst. Jeder, mit dem du sprichst. Jede Berührung, jede Schönheit, die du siehst in der Welt. Es können auch Dinge sein. Es können Malpinsel sein, Stifte sein. Musikinstrumente sein. Es kann dein Körper sein, mit dem du dich im Tanz ausdrückst. Es ist jede Form von Kreativität, jede Schönheit, die du entdeckst, in Menschen, in Tieren, in Pflanzen, in Gegenständen, in der Welt. Hier verbindest du sie. Du lässt sie fließen. Und spüre, wie die Luft dich da unten durchströmt. Spüre, wie die Luft gleichzeitig in deinem ganzen Körper präsent ist, in deinem Kopf, in deinen Armen, deinem Oberkörper, deinem Brustkorb, deinem Bauch, deinen Beinen, überall. Und spüre, wie das jetzt alles langsam absinkt, hinunter bis zu deiner Wurzelchakra. Die findest du irgendwo zwischen deinem Anus und deinem Geschlecht, da unten am Steißbein. Dort, wo du das Gefühl hast, dass dich die Erde zu sich zieht, dort, wo du dein Gleichgewicht spürst. Lass dich zur Erde ziehen, spür, wie du auf der Erde sitzt. Spüre den Boden unter dir. Spüre, wie Mutter Natur dich immer hält. Egal, ob du sitzt, stehst, liegst. Egal, was du machst, egal, ob du daran denkst, dass du atmest oder dein Herz schlägt oder du sitzt oder du nicht an diese Dinge denkst und an ganz andere Dinge denkst. Diese Erde ist immer da. Du bist immer hier. Und dass du hier bist, ist dein Wille von Mutter Natur. Es gibt keinen Augenblick, wo Mutter Natur das nicht sofort nehmen könnte, wenn du es wünschen würdest. Aber du bist hier, weil du einen Grund hast. Du hast hier zu tun. Du bist hier zu Hause. Das ist nicht ein fremder Ort. Das ist auch nicht irgendein Ort. Das ist der Ort, wo du in Friede und in Spiritualität leben kannst. Und wo das, dieser Ausdruck nichts weiter ist, wie das Blühen der Blumen, wie die Schönheit der Wälder und der Felder, das Spielen der Kinder, das Spielen der Tiere, aber auch der wuselige Verkehr in den Städten, das Leben, das dich umgibt. Alles passiert hier auf der Erde und alles fügt sich dem letzten hohen, großen Wille. Alles ist im letzten großen Kreislauf enthalten. Alles geschieht so, wie der Himmel es will. Du bist Teil davon und du bist es, der hier sein möchte. Du bist es, der das hier erleben möchte. Und du bist es, der das hier zum Ausdruck bringt und in die Welt hinausträgt. Durch deine Kreativität, deine Taten, deine Worte, dein Handeln, wenn es nötig ist, und dein Nichthandeln, wenn es nicht nötig ist, dein Sprechen, wenn es nötig ist und dein Nichtsprechen, wenn es nicht nötig ist. Spüre, wie sich jetzt deine 7 Energiepunkte verbinden, wie all deine 7 Windräder, deine 7 Chakren von der Luft durchflutet werden, wie sich alles miteinander verbindet, wie die Luft durch diese 7 Windräder in deinen Körper strömt und über deine Haut wieder hinaus in die Welt. Und umgekehrt beim nächsten Einatmen wieder über deine Haut
in deinen Körper und durch diese Windräder wieder hinaus in die Welt. Und jetzt spüre, wie du Schritt für Schritt langsam von deiner Wurzelchakra deine Chakren wieder hinaufgehst, wieder kurz daran denkst, was du dort erlebt hast. In der Wurzelchakra deine Erdung, in der Sakralchakra deinen Kontakt zur Schönheit und zu der Welt. Der Nabelchakra, die Kraft, die dich voranführt. Im Herzen die alles umfassende Liebe und die Akzeptanz, das Annehmen dessen, was hier und jetzt ist. Im Hals das Aussprechen dessen, was hier und jetzt ist, das, was du für richtig hältst. Ohne großen Trara, einfach nur sagen. In deiner Stirn sehen die Wahrheit und dich und was passiert und was sich für richtig anfühlt. Und letztlich in deiner Kronenchakra eins werden mit dem Ganzen, mit dem Universum. Und sehen, dass es unzählige viele Universen geben kann. Und in jedem wirst du dich genauso fühlen wie hier. Du wirst sein. Du wirst hier sein. Und du wirst da sein. Atme, solange es für dich angenehm ist. Lass das alles nochmal auf dich wirken. Lass die Luft von oben nach unten wandern und von unten wieder nach oben. Spüre, wie sie von oben aus dem Äther kommt, aus dem Raum, und wie sie unten in die Erde fließt und wie sie wiederum von unten aus der Erde wieder in dich hineintritt und wie in da oben hinausfließt. Mach das so lange, wie es für dich angenehm ist. Lass es in dir fließen. Lass es so lange in dir fließen, wie es für dich angenehm ist. Bleib ruhig so sitzen, wie du jetzt bist. Und wenn du fertig bist am Ende, vergiss nicht, dich zu bedanken. Für die Schöpfung, für all das, was die Schöpfung dir in jedem Augenblick gibt. Für all das, was du bist und was du sein kannst und was du geben kannst und was du bekommen kannst. Aber das Geben ist das Schöne. Bleib dabei. Danke.